Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu meinem beliebten Format jeden Mittwoch. Herzlich willkommen zu Eine Mod vorgestellt. Ich freue mich riesig, dass ihr heute alle wieder dabei seid und reinschaut. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Was habe ich euch heute mitgebracht? Der Tisogno, wie er sich hoffentlich richtig ausspricht, der hat ja in letzter Zeit wirklich geile Modifications rausgebracht und hat wieder zwei neue Mods am Start. Und heute möchte ich euch die erste vorstellen, die sogenannten Weather Markers. Was es alles damit auf sich hat, das machen wir dann gleich. Was sind denn die Weather Markers? Stellt euch vor, oder beziehungsweise erkläre ich euch erstmal, was ihr braucht, um das freizuschalten. Eigentlich ganz einfach, ihr bräuchtet eigentlich nur das DSC Reich der Lüfte. Mit dem DSC Reich der Lüfte könnt ihr einen Hangar bauen und könnt eure eigenen Luftschiffe dann basteln. Und in diesem Hangar könnt ihr dann auch von diesen Weather Markers den Wetterballon bauen. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt einen Wetterballon. Was ist so an dem Wetterballon wirklich so einzigartig? Und zwar gibt es da dazu, wenn ihr das erste Teil baut, ihr könnt dort beliebig viele basteln, wie ihr das wollt. Ich würde euch empfehlen, zwei, drei Stück zu bauen, je nachdem, in welcher Länderei ihr mal ein anderes Wetter haben wollt. Gibt es vier Spezialisten dazu. Vier Spezialisten, die jeweils ein anderes Wetter hervorrufen können. Und zwar ist das ganz einfach. Klickt dann einfach, wenn ihr den Wetterballon gebaut habt, auf den jeweiligen Spezialisten. Da könnt ihr so einen richtigen, ihr könnt Sonnenschein anklicken, ihr könnt einen richtigen Sturm, richtiges Gewitter anklicken und es geht bis hin zum Schneesturm. Also da ist wirklich alles vertreten und die letzten zwei Slots von diesem Wetterballon werden dann mit so Flugblättern ausgestattet. Ich schätze mal einfach, dass er den Wetterballon voll gemacht hat, der Motor. Und unten drin ist, befindet sich im Item-Slot ein Spezialgegenstand, der dafür sorgt, dass euer Wetterballon, egal wo er sich gerade befindet und egal wo er rumfliegt, nicht angegriffen werden kann. Egal von welcher Fraktion, der ist eigentlich komplett frei und komplett friedlich, ne? Mit allem drum und dran. Diese Spezialisten und auch dieses Item unten im Item-Socket könnt ihr aus diesem Wetterballon nicht entfernen. Ich sage das nochmal, ihr könnt es nicht verkaufen, ihr könnt es nicht verschrotten, ihr könnt es nicht weghauen, denn sonst könnte man diesen Wetterballon so benutzen. Nein, der Wetterballon ist wirklich exklusiv da, dass ihr das Wetter manipulieren könnt. Und jetzt zeige ich euch im Gameplay anhand von der neuen Welt, wie ihr das Teil baut, welche Wetterverhältnisse ihr einstellen könnt und dann als Bonus ganz zum Schluss bewegen wir uns nochmal ganz schnell in die Arktis. Seid ihr dabei? Ich freue mich jetzt riesig auf euch. Kommt mal mit. Los geht's in der neuen Welt. So, und dann ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier in einer meiner älteren Spielstände. Ich möchte euch jetzt mal die Mod anhand von Santo Domingo zeigen, beziehungsweise hier vom Luftschiffhangar. Der Modder, der schreibt ja in seiner Beschreibung unten rein, dass ihr in der alten Welt oder der neuen Welt diese Ballons bauen könnt. Die könnt ihr dann ganz einfach hier zum Beispiel neue Welt rein ins Hangar. Dann habt ihr hier unten auf der rechten Seite, könnt ihr hier den Wetterballon basteln. Ne? Ich habe hier für euch schon mal einen gebastelt. Keine Sorge, das ist nicht der einzige, den ich hier gebastelt habe. Ich möchte euch dann in der anderen Länderei zeigen, dass das nicht nur hier zum Beispiel funktioniert und in der Alten Welt. Das funktioniert zum Beispiel auch in den Besa. Das funktioniert auch in Kingsgrove. Das funktioniert auch in der Arktis. Und da fahren wir dann abschließend mal hin. Was bietet euch jetzt die Wettermod? Ganz einfach. Die Wettermod ist dazu da, euch, sagen wir mal, einen kleinen anderen Anblick über eure Ländereien zu verschaffen. Das heißt, ich sag mal direkt, wenn ihr hier zum Beispiel sagt, oh, es ist schönes Wetter, okay, cool, aber ich hätte jetzt gerne, dass es einfach mal regnet. Dann klickt bitte den Rain Man an und dann wartet mal ein paar Sekunden. Ihr könnt auch gerne die Spielgeschwindigkeit aufdrehen und dann seht ihr hier, wie das anfängt zu regnen. Ja, ihr habt hier auf der linken Seite Standsgrad, eine krasse Klimaänderung hat gerade stattgefunden und mit einmal fängt es an zu regnen. Übrigens, wenn ihr jetzt auf die Weltkarte fahrt, wenn ihr eine andere Welt anklickt, ist es klar, Dann bleibt es nicht mehr so, dann wird dir das aktuelle Wetter der anderen Welt angezeigt. Aber wenn ihr jetzt wieder reinfahrt in die neue Welt als Beispiel, dann regnet das weiter. Das heißt, der Wettereffekt bleibt für diese Welt, wo ihr euch gerade befindet, bleibt bestehen. Finde ich richtig geil. Und zweitens, wenn er dann sagt, hey, es hat genug geregnet, die Felder und Wälder sind eigentlich wieder richtig schön benässt, ich hätte jetzt gerne mal wieder, dass wieder schönes Wetter stattfindet, dann klickt einfach hier auf Little Miss Sunshine und schon scheint wieder die Sonne. Wenn er aber sagt, es war jetzt wirklich auch in der Karibik viel zu warm, hier oben braut sich schon was Richtiges zusammen, der wird gleich anbrechen und dann machen wir mal den Sturm und gucken mal, was da losgeht und dann seht ihr hier, ja, denn den Hagel kann man nicht hundertprozentig, den kann man nicht hundertprozentig ins Spiel integrieren. Aber ich denke, dass das Hagel sein soll. Und mit dem Hagel und mit dem Sturm, mit dem wirklichen Sturm hier,
kommen dann auch irgendwann Gewitterwolken. Und hört ihr das? Und es macht richtig Gewitter hier rein. Ihr seht hier nichts mehr. Absolute Sahne, richtig, richtig toll. Guckt mal, je nachdem, wo ihr hinfahrt, wo ihr hinkleidet, seht ihr hier absolut nichts mehr. Und das sollen eigentlich, meiner Meinung nach, sollen das eigentlich auch ein paar Hagelkörner sollen das eigentlich aussehen. Das ist kein normaler Schnee, sondern beim Sturm ist es eigentlich nur Hagel. Wenn ihr dann Glück habt, habt ihr dann direkt immer. Okay, ich hoffe mal, das habt ihr gehört. Habt ihr dann hier auch das Gewitter in unmittelbarer Nähe? Finde ich richtig, richtig Höhe geil. stabil. Dann klicken wir mal wieder den Little Miss Sunshine an und dann ist der Sturm vorbeigezogen. Und jetzt, wenn ihr direkt das Winterthema noch haben wollt, ne, wenn ihr direkt sagt, hey, es ist, keine Ahnung, es ist Herbst, weihnachtlich, schönes Wetter passt jetzt eigentlich nicht mehr so zu meinem Setting von Anno und ich hätte jetzt gerne hier trotzdem, hätte jetzt trotzdem mal etwas Schnee, dann reden wir mal mit der Frau Holle, dann klicken wir die gute Frau Holle an und dann seht ihr, wie hier einfach ganz sachte die Schneeflocken runterkommen. Guckt mal, na, ganz sachte und das wird dann mit der Zeit immer, immer mehr und das ist dann einfach nur ein absolut fantastischer, ruhiger. Wie soll ich das sagen? Ein ruhiger Schneesturm. Ja, guckt mal. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Ohne den Sturm, das heißt einfach nur Schneefall. Einfach nur ganz, ganz beruhigender, ganz langsamer, ganz entspannter Schneefall. Und ihr könnt währenddessen, deshalb zu schneit, ihr könnt hier alles machen. Ihr könnt hier basteln, ihr könnt hier bauen, ihr könnt abreißen, ihr könnt Items beschaffen. Ihr könnt eigentlich alles das machen, was Anno euch so zu bieten hat, halt unter einem ganz normalen anderen Wettersetting. Finde ich richtig cool. Also es ist alleine hier ein Ding, dass man erstmal auf solche Sachen kommen muss, obwohl die so einfach und banal scheinen, hat es wie gesagt Jahre gedauert, dass so eine Mod auch immer hier reinkommt. Ne? Also es ist ununglaublich. Selbst letztens, bei den New Horizons, dass da halt zwei verschiedene Wetterverhältnisse stattfinden. Das eine Sonne und das andere wirklich dieser Monsun. Super, super geil. Und dann hier nur noch die Mod mit den verschiedenen Wettereinflüssen. Absoluter Hammer. Den Bonus, den zeige ich euch aber jetzt. Kommt mal mit, wir gehen nochmal zur Arktis. So, und dann heute mal zum Bonus. Ein ganz herzliches Willkommen hier nochmal ganz kurz in der Arktis. Ich möchte euch jetzt mal anhand dieser Wetterphänomene die Arktis zeigen und wie ihr die ändern könnt. Freue ich mich riesig drauf. Erwarte Passt auf. neuen Kurs. Ihr seht ja hier so ganz leichten Schneefall, ne? Wirklich, also man sieht die Insel noch ganz, ganz leicht. Das ist die Arktis. In der Arktis schneit es immer, sollte es immer ein bisschen schneien. Aber wenn ihr da Bock habt, dann macht doch einmal so einen richtigen Schnee. Macht doch einmal die Arktis richtigen Schneesturm rein. Das heißt, wir greifen jetzt mal wirklich aktiv wieder ins Klima ein und hauen hier mal richtig runter, was geht. Und schaut mal, das nenne ich doch in der Arktis einen wirklichen arktischen Schneesturm. Oder was meint ihr? Das sieht doch mal nach was aus. Endlich sieht das mal hier ein bisschen richtig verschneit aus. Ich hätte es noch so total gefeiert, wenn das die Anno Engine so weit rausgebracht hätte, dass hier einzelne Häuser noch wirklich hier oben so eine kleine Schneedecke. Und wenn es in der Arktis gewesen wäre, dass sie noch so eine kleine Schneedecke drauf gehabt hätten, ne, jetzt so durch die Mod. Das wäre der absolute Hammer gewesen. Ich weiß, dass sonst die Gebäude schon mit Schneedecke versehen wären, aber das ist ja schon von, das ist ja so gewollt, ne? Also das ist ja im DLC schon so vorgesehen, ne? Also das passiert nicht von ungefähr. Was ich euch aber noch Propeller anbieten kann, drehen sich. ist, wenn ihr dann die Miss Sunshine wieder reinnehmt, dann habt ihr hier wieder diese kleinen niedlichen Schneeflocken am Anfang. Und ich kann euch sehr, sehr gerne hier einfach nochmal über den Rain Man, kann ich euch ja sehr, sehr gerne einfach nochmal den Regen zeigen. Und zwar schaut mal, seht ihr die Regentropfen, die ersten, die hier runterkommen? Es ist Schneeregen. Selbst in der Arktis hat und das Klima, ne, wurde das Klima schon so weit verändert, dass es jetzt nicht mehr nur schneit, sondern es wird auch wärmer in der Arktis. Und das ist das Resultat daraus. Es ist Schneeregen. Wenn ihr das so ein kleines bisschen seht, ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Wir gehen vielleicht nochmal in so ein. Ne, beim Weißen seht ihr das nicht so gut. Ja, mal hier eher so in diesen Nebel. So war es. Hier, guck mal hier. Ne? Der sieht wirklich gut aus. Auf dem Wasser lässt sich das sehr, sehr gut erkennen. Und das ist eigentlich richtig schöner. So Schneeregen. Und ganz zum Schluss, sehr, sehr gerne möchte ich euch nochmal den Schneesturm zeigen, beziehungsweise den, wie soll ich das sagen, den eigentlichen richtigen Sturm. Wenn es windet, wenn es nochmal direkt mit reinschneit, wenn dann, ne, ihr hört es, wenn du richtiges Gewitter ist, richtig Blitz und Donner mit und dass auch diese Inseln ein ganz kleines bisschen mit in Nebel eingehaucht werden, das ist dann die Sturmjäger. Ne? Das haben wir dann der Sturmjägerin zu verdanken Bereit. hier. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz warten, bis ich hier das ein ganz kleines bisschen.
So, na, bis sich das hier ein ganz, ganz kleines bisschen mit reinholt, das ganze Wetter, und guckt mal. Fantastisch. Super, super geil. Also gefällt mir richtig gut, diese kleine Mod. Also kann man sagen, was er will. Das ist jetzt eine richtig tolle Anpassung an die jeweiligen, wie soll ich das sagen, an die jeweiligen Ländereien. Da könnt ihr zum Beispiel auch sagen, oh, ich hätte gerne ein Ereignis, mal einen richtigen Schneesturm. Ich habe Bock, im Schneesturm zu bauen. Und der andere sagt zum Beispiel, in den Besa, das ist immer viel zu warm. Ich hätte das gerne mal, dieses Setting leicht geändert. Ich hätte gerne mehr Regen in den Besa. Und dann haut ihr dann ganz einfach hier wieder den Rain Man rein. Kraftschiff. Oder ihr sagt, hey, in Crown Falls, da regnet es die ganze Zeit und ich hätte doch mal gerne wieder schönes Wetter. Dann könnt ihr auch hier gerne auch wieder Little Miss Sunshine anwählen und schon habt ihr hier wieder wunderschönes Wetter. Also eine ganz tolle Mod, die ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute von euch ausprobieren. Denkt bitte dran, nicht nur mir ein Like zu hinterlassen für die Folge, sondern vielleicht auch dem Modder dieser grandiosen Mod. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn auch in der nächsten Folge hier wieder dabei seid. Nächste Gameplay-Folge, nächste Mod-Folge oder vielleicht sehen wir uns im nächsten Livestream. Dann alles Gute, bleibt schön gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut.